die wir unterdessen aber auch schon in Bern, in Rotterdam, in Buenos Aires durchgeführt haben, in Shanghai. In diesen verschiedenen Plattformen haben Leute zusammen angefangen, an Projekten zu arbeiten. Einzelne dieser Projekte haben Wege genommen weg von der Biennale. Viele davon aber bilden quasi das Grundgerüst unseres ersten Biennale-Programms 2016. Und es war tatsächlich so, wie wir es uns gewünscht haben. Manchmal ging der Impuls von Komponistinnen, von Komponisten aus, manchmal aber auch von Regisseuren, von Bühnenbildnern. Sie werden es gleich sehen in den Projekten, die wir Ihnen vorstellen. Interessant war, dass das Gleichgewicht zwischen den Sparten sich manchmal verschoben hat im Arbeitsprozess und sich auch weiterhin verschiebt. Und was Besseres hätten wir uns eigentlich nicht wünschen können, dass der Prozess der Entstehung von Musiktheater was Lebendiges ist. Wartest du jetzt was? Ja, vielleicht erzählst du, was unsere Potenzierung ist. Ja, also genau, Sie merken es vielleicht jetzt auch, wir haben uns vorgenommen, zu Beginn ein bisschen unser selbst aufgestelltes Regelsystem, nenne ich es mal, vorzustellen. Du hast es schon gesagt, Daniel, das Alterssegment ist deutlich verjüngt. Also es sind tatsächlich alles Leute aus allen Gewerken zwischen 25 und 35. Und als nächstes, sozusagen als nächsten Grundsatz haben wir das Festival deutlich kondensiert, das heißt also verkürzt. Ungefähr, ich weiß nicht, 12 Tage oder so wird es stattfinden, zwischen 28. Mai und 9. Juni, wie Sie sehen können. Das heißt, wir wünschen uns eigentlich, dass die Leute nach, die Besucherinnen und Besucher nach 5 Tagen erschöpft und erbaut im Biergarten hinter dem Muffatwerk sitzen und sich eben die Haare zu Berge stellen und sie sagen, heute kann ich keine Premiere mehr oder heute ich muss mal Pause machen oder so. Also es soll möglichst dicht sein. Es findet eigentlich so gut wie jeden Tag eine Premiere statt und natürlich werden die einzelnen Inszenierungen dann weitergespielt, sodass, wenn auch Besucherinnen und Besucher von außerhalb kommen, sie die Chance haben, in relativ kurzen Zeiten dann sehr viel zu erleben. Ich würde aber gerne, und übrigens ja in dem Zusammenhang auch nicht nur zeitlich kondensiert und konzentriert, sondern auch geografisch, diese erste Biennale 2016 wird sozusagen ein Steinwurf hier von dem Muffatwerk als Festivalzentrum stattfinden. Also hier in Gasteig, im Müllerschen Volksbad, Lothringer Straße ist glaube ich schon das weiteste entfernte, Einsteinhallen, gut, da kommt man aber noch einigermaßen bequem hin in 10 Minuten. Das heißt, auch das zur ersten, um die Sache konzentrierter stattfinden zu lassen, damit vielleicht auch die Begegnungskultur, nenne ich das jetzt mal, anders auf einem anderen, in einer anderen Dichte stattfinden kann. Ich wollte aber dann schon mal weitergehen über unser Reglement hinaus, eigentlich bevor wir dann zur OMU kommen, gleich, also zu diesem Titel und Thema, also original mit Untertiteln, wollte ich ganz kurz was sagen, auch nachdem wir heute Morgen schon ein kleines Gespräch geführt haben. Natürlich erweitern wir die Arbeitsstruktur und auch die Art und Weise, wie Stücke, wie Inszenierungen, wie Werke generiert werden. Also es gibt eine andere Form der Teamarbeit, einerseits. Es gibt temporär wechselnde Hierarchien. Das heißt, es ist eben nicht mehr festgeschrieben in der Form, du hast es schon erwähnt. Also wir suchen einen Komponisten und der sucht sich einen Librettisten und dann wird hinterher noch ein Regie-Team und so. Da gibt es nichts zu sagen, das kann immer wieder vorkommen, das ist kein Fehler. Also wir müssen das eine tun, dürfen das andere nicht lassen. Aber wir sind sehr interessiert an Teamarbeit und der Möglichkeit, sich wirklich innerhalb des Prozesses auch schon gegenseitig zu beeinflussen, hin zu Ergebnissen, die wir eben noch nicht kennen. Da sind viele Dinge, auch stehen hier viele Dinge auf dem Papier, wo wir selber, wir begleiten es sehr intensiv, aber wo wir eben tatsächlich nur begleiten können und helfen können an vielen Stellen, aber wo wir eben nicht wissen, was hinterher dabei rauskommt. Wir sind guter Hoffnung, dass die Qualität gewährleistet ist. Aber ich wollte was sagen zu der Spezialität des Musiktheaters. Weil meistens werden doch immer noch die diversen Sparten darunter verstanden, also Oper oder Musical oder Experimentelles oder wie auch immer. Und wir glauben, dass das Musiktheater, gerade weil es
das Musik, die Musik immer noch, das kompositorische Denken doch in, nicht nur im Titel hat, sondern auch in der Struktur und im Herzen und in der Essenz, dass es, dass dem Musiktheater eine neue Aufgabe zukommt. Wir leben in einer immens vielstimmigen Zeit, also in jedem Werbeclip, in allem, was auf uns einströmt, ist, findet eigentlich Komposition statt, die nicht so genannt wird. Und ich glaube, die Musiker und Musikwissenschaftler und die Menschen, die sich mit dem Metier beschäftigen, haben ein anderes Instrumentarium zur Verfügung, um sich auch mit den lebensweltlichen Phänomenen auseinanderzusetzen. Und darin sehe ich buchstäblich eine Verantwortung. Also ich glaube eben nicht, dass das, oder wir glauben nicht, dass das nur was ist, was man so nebenher, so ein bisschen der berühmte Orchideenzuchtverein, der so seine möglichst Poetinnen, poetischen Blüten, das auch. Es geht durchaus, und gerade je mehr es sich auf die Poetik bezieht und Kunst betreiben will, sage ich mal, desto mehr kann es letztlich ein Spiegel, eine Reflexion und auch ein Weiterdenken gesellschaftlicher Verhältnisse sein. Ich soll sagen, dieser erweiterte Musiktheaterbegriff, der auch unserer gesamten Arbeit zugrunde liegt, ich behaupte oder wir behaupten, dass darin eine Möglichkeit, eine ganz konkrete Möglichkeit steckt, sich mit den gesellschaftlich vielsprachigen und zum Teil sehr auch verwirrenden Verhältnissen auseinanderzusetzen. Die Öffentlichkeiten haben sich gewandelt. Früher waren Konzerthäuser und Theater auch als physische Gefäße Orte, wo Öffentlichkeit verhandelt wurde. Das ist zum Teil heute immer noch so. Aber ein großer Teil der Öffentlichkeit wird heute in diesen Gevierten unterschiedlicher Art und Weise verhandelt. Also ich meine, wir reisen viel, überall hängen die Menschen an diesen Dingern dran und tippen darauf rum, so Tuchfüllungsapparate sind. Und wir finden sehr wichtig, dass darauf nicht reagiert wird im Sinne von, wir müssen jetzt alle Internetkunst machen oder wir müssen möglichst viele Videoscreens haben. Das muss, sondern dass eigentlich das in unsere auch physisch analogen Verhältnisse übersetzt wird. Und das heißt dann Theater für uns und Musiktheater. Also Theater und das, was schaubar macht und Musik, in dem Fall vor allem das, was das durch kompositorisches Denken wahrgenommen werden kann und auch ausgelöst werden kann. Also für uns ist das Musiktheater, wir sitzen, nicht, merken Sie ja an meiner kleinen Phase, nicht ohne eine gewisse Leidenschaft hier zu sagen, dass es ist wichtig, das zu machen. Und es ist eine, also gerade von der kompositorischen Seite aus, es ist eine Facette natürlich, es gibt auch andere Arten Kunst zu machen, das ist uns schon klar. Aber wir halten die Möglichkeit, also experimentelles neues Musiktheater zu machen, für eine grundsätzliche Möglichkeit, wo die Gesellschaft noch aus meiner Sicht noch gar nicht wahrgenommen hat, was da drinsteckt. Ja, jetzt falle ich dir nicht ins Wort, weil ich habe da gar nichts beizufügen. Ich würde jetzt gerne das Wort an Mario Hirt und Martin Ubenauf geben zu unserem Festivalthema Original mit Untertitel, was wir gemeinsam erfunden haben. Ja, guten Tag. Was du mit gestartet hast? Ja. Ich erinnere mich, als wir eigentlich das erste Mal alle zu viert zusammenkamen, lag eigentlich dieser Vorschlag schon mehr oder weniger in der Luft, meiner Erinnerung nach, wirklich vom ersten Tag an. Und ich vermute, dass das alles andere als ein Zufall ist. Und zwar hat das damit zu tun, dass Original mit Untertitel, glaube ich, für uns alle, die wir in nicht ganz gleichen, aber doch vergleichbaren Bereichen täglich waren und sind, eine sehr wesentliche Frage stellen, nämlich was in musiktheatralischen Zusammenhängen eigentlich als das Original zu betrachten ist und was möglicherweise untergeordnet angesehen wird in klassischen bzw. in institutionalisierten Zusammenhängen. Mit anderen Worten, der Opernbereich, Musiktheaterbereich hantiert sehr wesentlich nach wie vor mit dem Umstand, dass es meist ein Original gibt und dieses Original ist eine Partitur, eine vom Komponisten verfasste Partitur, die auf einem Libretto basiert. Und dieses Libretto ist, wie soll ich mal sagen, eigentlich schon eine kleine Stufe unter dem angesiedelt, was die Musik in dem Zusammenhang bedeutet. Uns alle interessiert die Frage, ob nicht das Original im musiktheatralischen Zusammenhang als etwas zu betrachten ist, was immer erst dann als Original in Erscheinung tritt,
wenn alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, das Original zusammensetzen. Und genau die Vielschichtigkeit, die Vielseitigkeit der Beteiligten, also die verschiedenen Autorenschaften, die in einem musiktheatralischen Zusammenhang eine Rolle spielen, sind das, was für uns der Anlass ist, Musiktheater zu machen und Musiktheater in jeder, in jedem einzelnen neuen Projekt, in jeder einzelnen neuen Komposition und Inszenierung neu zu denken. Und aus diesem Anlass war dieser Homo-Begriff, der unsere Fragestellung einerseits sehr gut trifft, andererseits wiederum auch nicht, weil er etwa für etwas steht, was man in der Oper im weitesten Sinne kennt als eine Art Übertitelung von etwas, was einem vielleicht in einer Sprache entgegenkommt, die man nicht spricht und also ein reiner Übersetzungsvorgang ist, das gleiche auch im Kino. Da bleibt auch eine Originalsprache erhalten und wird übersetzt in eine Sprache, die das Kinopublikum mitliest, also eine Art Parallelereignis. Uns geht es um die Frage, wie entwickeln sich Autorenschaftsfragen in Teams, und insofern war die Frage nach der Beschaffenheit des Originals im Musiktheater der Ausgangspunkt unserer Diskussion, die wir begonnen haben mit den Künstlern, die zur Plattform eingeladen sind. Und mit Ihnen zusammen, mit euch zusammen, haben wir sehr verschiedene Schlussfolgerungen oder Überlegungen angestellt. Und der Prozess wurde angestoßen und das Programm zeigt eine Vielfalt von möglichen Zusammenschlüssen von verschiedenen Künstlern, die gemeinsam ein Original schaffen. Und in diesem Zusammenhang, wenn mir von euch jetzt keiner ins Wort fallen möchte, mache ich vielleicht einen Sprung direkt ins Programm und beschreibe mal zwei Produktionen, die zu sehen sein werden, die auf sehr unterschiedliche Weise sich mit dem Original mit Untertitel beschäftigen.